Diese Angelegenheit, liebe Geschwister, ist so gewaltig, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala und die Engel werden den Diener segnen, der den Sahur einnimmt. Allah subhanahu wa ta'ala, was bedeutet, er wird ihn segnen? Also er wird ihn loben vor den höchsten Scharen der Engel. Und die Engel werden für ihn um Vergebung bitten. Warum? Hat er gerade Koran gelesen? Nein. Hat er gerade gebetet? Nein. Hat er gespendet? Nein. Was hat er denn getan, sodass Allah ihn erwähnen wird vor allen Engeln? Welche Sache hat er denn getan? Er hat gegessen. Er hat getrunken. Aber warum ist auf einmal das Essen und Trinken so gewaltig? Weil du aufgestanden bist, um zu essen, nicht weil du Hunger hast, nicht weil du deiner Seele gehorchst, sondern weil Allah es von dir verlangt hat. Dafür, dass du sagst, ja Rabbi, mach mit mir, was du möchtest. Sag mir, schlafe, dann schlafe ich. Sag mir, wach auf, dann wache ich auf. Sag mir, hör auf zu essen, dann höre ich auf. Sage mir, iss, dann werde ich essen. Diese Unterwerfung liebt Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies zeigst du noch einmal durch die Einnahme dieses Schluck Wasser oder dieser Dattel oder irgendetwas anderes, was du am Morgen, vor dem Morgengebet einnimmst. Daher, liebe Geschwister, dürfen wir diese Chance uns nicht entgehen lassen.